Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher. Wo wir im Moment tatsächlich gar nicht viel zu tun haben. Zumindest nicht heute Nacht. Dementsprechend steuere ich jetzt mal hier das Haus des Fischers an. Das Haus des Königs der Fischer, Entschuldigung. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht, das ist auf der anderen Seite. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht meditieren kann bis zum nächsten Tag, bis hier mal wieder was passiert. Im Moment ist ja nicht mal der Dorfprobst da. Hm? Ich möchte einen Brief nach Vizima schicken. Hm? Danke. Hm? So, dann lasset uns meditieren. Aktuelle Stufe 39. Wow. 29 meine ich. Das könnte echt knapp werden mit den Goldtalenten. Wir können unser Medaillon auch einstimmen hier, entweder nach Ungeheuern zu suchen oder nach Magie. Das ist auch nicht schlecht. So, was mich vor allem interessiert, ist hier noch... zwei Schwalben zu produzieren. So, ganz so, als wäre ich ein Fußballer. Ist doch cool. So, und dann Igni. Igni können wir mal aufpowern. Denn das benutzen wir ja zeitweise eigentlich auch, ne? Quen, na gut, Quen muss nicht sein. Und das hier, das ist sogar kontraproduktiv, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Axi bewirkt Angst, Zeichenintensität hoch, verringert Bezauberungsresistenz. Irden. Verursacht Schmerzen, abhängig von der Zeichenintensität. Ja, na. Das tut nicht unbedingt Not. Das haben wir schon alles hier. Ja, okay. Ja, ist ja tatsächlich gar nicht mehr so viel, was wir mit Bronzetalenten hier noch erreichen könnten, ne? So, rasten wir mal bis 2 Stunden nach Morgengrauen. Dann haben wir vielleicht auch die Chance, bei der Brücke endlich mal jemanden zu treffen. Die riesen 1000 Füße müssen wir ja auch noch suchen. Aber das Wichtigste wäre mir jetzt in diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch die Trophäe, damit wir in die Gruft rein können. Das würde mir echt was bringen. Berengar sitzt ja auch immer noch einsam und verlassen rum. Ja, weiß ich im Moment nicht wirklich, was tut, ne? Es passiert nicht sonderlich viel. Wir streuen hier einfach so ein bisschen durch die Gegend. Versuchen hier und da irgendwelche Quests zu erledigen. Ah,
Aber so wirklich was passieren tut gerade nicht. Sollte ich mich sputen? So, versuchen wir doch nochmal das mit dem... Das ist unverzeihlich. Kopfgeld hier. Und ansonsten gehen wir Mittagserscheinungen jagen. Ah, er ist da. Hallo Tobias. Bestientöter? Hi. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Ich habe den Fischmann getötet. Große Götter, was ist das denn? Nehmt eure 800 Orens und schafft das garstige Ding weg! Natürlich. Lebt wohl. So, ist das auch erledigt. Das war der Wort, ja, neue Priester. Dann haben wir ja für heute auf jeden Fall was zu tun. Was wir noch schnell machen können, ist, bevor wir jetzt wieder auf die Felder gehen, dass wir hier noch kurz bei Alina vorbeischauen und Alvin sein Amulett geben. Und Alvin sein Alina, wo ist Alvin? Warum sucht ihr mich? Hat sich Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... Romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Ich suche nach Alvin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Danke. Was sieht er nur in ihr? Warum sucht ihr mich? Wenn wir schon mal da sind... dann verbreiten wir auch gleich noch den neuesten Klatsch. Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen, aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohlauf ist. Aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Bitte, bitte. Frauen. So sind sie halt. Na gut, dann gucken wir mal in den Ruinen nach Alvin. In den Ruinen waren wir heute Nacht auch schon mal. Das ist da, wo das Skelett liegt, das Interessante. Frauen. Grüße, Hexer. Ihr seid ein guter Mann, auch wenn ihr ein Hexer seid. Die Stimme habt ihr aber gehört gerade, ja? Die habt ihr gehört, ne? So, wir zielen mal auf die Brücke zu. Gucken gleichzeitig, ob wir hier vielleicht einen Riesentausendfüßler finden. Das ist echt das erste Mal, dass wir diese Viecher aktiv suchen müssen. Also für die wir Verträge haben. Dass wir das nicht so nebenher erledigen können. Das nervt total. Das ist aber nur noch der eine Vertrag, ne? Ja. So, Faustkampf. Haben wir schon. Aha. Weg mit dir.
Was ich gerade sagen wollte, bevor ich von diesem Riesentausendfüßler unterbrochen wurde, Faustkampf haben wir schon weitergeführt, die Quest für dieses Kapitel. So, und hier ist Pat. Pat und Maura Hahn, die suchen wir schon länger, die beiden. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Wie kommst du denn darauf? Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vysima teil. Viel Glück. Ja? Lebt wohl. Nein. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Griggs nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Aber die wohnt nicht im Dorf, die wohnt tatsächlich etwas abseits, bei der Herberge. So, komm her jetzt hier. Und jetzt auf einmal kommen sie aus allen Löchern geschossen, wisst ihr? So, der nächste noch. Und dann haben wir den Vertrag hier endlich auch erledigt. Und das trifft sich ganz gut. Weil der ist ja für Julian. Und Julian ist ja bei der Herberge. Wo wir jetzt für die Griggs-Geschichte sowieso hingehen. Oh, Alter. Weißt du, erst lässt sich hier tagelang gar keiner von denen blicken. Ja, und auf einmal kommen sie alle auf einmal auf der Erde hier. Das ist ja... So, jetzt ist aber gut, ne? Okay, als erstes gucken wir jetzt aber zu der Ruine. Denn wir suchen ja Alwin. Der um Hilfe schreit. Am besten greifen wir sofort ein. Geralt von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alwin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam.
Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Ihr habt keine Chance. Selbstsicher. Trefflich. So, der Hauptgrund, warum ich mit diesem Geist jetzt tatsächlich um Alvins Leben spiele, ist die Tatsache, dass das ein weiterer der vier Trickser ist, die es im Spiel gibt. Ne, von denen uns ja immer noch einer für das Erledigen der Quest fehlt. Wow, ich habe gar nichts. Aber er hat auch nur ein Pärchen. So, drückt mir mal die Daumen, dass das hier noch was wird. Ja, Gleichstand. Noch, aber da wird er rüberziehen. Ja. Damit sind wir wieder bei unserem alten Würfelglück angekommen. Zwei Paare, okay. Wir könnten es spannend machen. Drei gleiche, natürlich. Ja, da kann ich mitziehen. Wenn ihr tatsächlich mal Glück habt. Es bleibt also spannend. Drückt mir die Daumen, dass wir das hier tatsächlich im ersten Anlauf schaffen. Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, ständig wieder neu zu laden hier. Ja, zumal da ja auch jedes Mal dieses blöde Gespräch noch vorweg geht, ne? So, der letzte Wurf, der alles Entscheidende. Und das war's. Jo. Okay, hat sich erledigt. Ja, das bedeutet, dass ich verliere, das weiß ich. Alle aktuellen Fortschritte gehen verloren. Ja, laden. Es geht nicht ums Geld, es geht darum, dass ich eigentlich nur eine Chance habe, gegen diesen Geist zu spielen, wenn ich mich recht erinnere. Weil Geralt natürlich Alvins Seele nicht dem Geist überlässt. Ah, hier gibt es überall Riesentausendfüßler. Falls wir verlieren sollten, dann kommt es zum Gefecht tatsächlich. Ich wollte lass. Ja. Ist da was? Mach mal die einfache Methode. Oder wenig Geld einbringende. Und ich starte wieder mit gar nichts und er macht einen Drilling. Okay, er hat also damit schon mal nichts zu tun. Super. Ja, dann können wir auch auf vollen Einsatz gehen. Hier ist es auch egal. Oh ja, ist gut jetzt. Meine Güte. Oh ja. Das könnte jetzt eine Weile so weitergehen, oder? Oh. Leck mich doch am Arsch, weißt du? Er hat das Gefühl, er hat alles unter Kontrolle und im Moment stimmt das ja quasi auch. Ja, braucht gar nicht mehr würfeln. Er hat schon gewonnen. Ja, führ mich nur vor hier. Wird wieder eine dieser Folgen, oder? Das ist wieder eine dieser Folgen. Ich habe zweimal hintereinander gar nichts. Ja, hat sich schon erledigt. Ja, ich weiß, das bedeutet, dass ich verliere. Schön. Warum? Mann, ich will doch einfach nur ein Würfelspiel gewinnen. Ich will nicht mal irgendwelches Gold dafür haben. Kann man auch nicht abbrechen, ne? Bla bla bla.
So, wir bleiben immer auf dem niedrigsten Einsatz. Wir brauchen das Geld ja nicht. Irgendwann müssen wir ja gewinnen. Zwei Paare, natürlich. Gut, ich habe einen Drilling, das überbietet erstmal, aber das muss ja nichts heißen. Das muss ja alles noch nichts heißen hier. Ein Pärchen dreien. Und ein, ja, zwei Paare wieder. Oh, ein Flash. Das ist nicht schlecht. Natürlich. Natürlich. Ich habe das Gefühl, wir spielen hier dreimal hintereinander komplett die gleiche Partie. Ihr habt nicht gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Das ist doch... Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Das glaube ich nicht. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Deune, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist! Sonst alles gut? Ja. Wie bist du nach Trübwasser gekommen? Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann. Was ist dann passiert? Der mit der Brille sagte, er würde mit dir spielen. Und Triss hat gesagt, ihr würdet ihn finden und töten. Das ist schon erledigt. Dann hat sie ihm zwischen die Beine getreten. Er fing an zu weinen und die anderen haben sich nicht in ihre Nähe getraut, weil sie gezaubert hat. Ja,
Triss kann gut auf sich aufpassen. Mach dir um sie keine Sorgen. Dann hat jemand befohlen, das Zimmer zu durchsuchen. Und sie haben mich gefunden. Ich bin weggelaufen und sie sind mir nach. Ich war echt schnell. Aber dann bin ich gestolpert und sie haben mich erwischt. Die haben mir einen Sack übergestülpt und mich irgendwo hingebracht. Ich hatte da mehr Angst als im Umland. Da habe ich die Augen zugemacht und mir vorgestellt, ich wäre weit weg von diesen Leuten. An einem schönen Ort, wo die Sonne scheint. Und dann hat Alina mich gefunden. Ich lüge nicht. Ich glaube dir. Ich gehe da nicht mehr hin. Die tun mir weh. Triss sollte hierher kommen. Schon gut. Mal sehen. Ich bin auch bestimmt artig. Ich verspreche es. Alvin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alvin. Gut, ich höre auf damit. Danke, Alvin. So, okay. Okay. Was hält euch hier? Ich spreche natürlich vom Würfeln. Lohnt es sich, für ein Spiel zurückzukehren? Es ist eine Leidenschaft. Kein Spiel. Ich weiß es. Ich habe beim Pokern Vermögen gemacht und verloren. Und mein Leben verlor ich durch eine Pechsträhne. So, das war jetzt erstmal die Aktualisierung für ein Würfelspiel. Ich frage mich, ob es einen besseren Spieler als mich gibt. Das war quasi die vorletzte Stufe, die wir da jetzt erledigt haben. So. Und ich ignoriere jetzt mal die Riesentausendfüßler. Und sehe zu, dass wir noch zum Gasthaus kommen, dass wir unsere Quests noch abgeben können hier. Wir müssen ja schließlich auch noch Mittagserscheinungen jagen, ne? Die haben wir ja noch nicht komplett, die, des Dingens. Was wollten wir da benutzen? Mittagserscheinungen. Funkelnder Staub, haben wir 6 von, brauchen wir noch 3. Und da ist der Julian. Der Julian wollte ja die Exoskelette haben, ne? War doch so, meine ich. Wie seltsam. Es ist schön, euch zu sehen. Was ist passiert? Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Geralt, bitte helft mir. Gut. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Danke. Aber vorher bitte. Geralt? Lebt wohl. Warte mal. Ach, was ist der... Scheiße. Das ist der Elfenhandwerk, hatte dem ich das Zeug bringen muss. Ja, na gut, da komme ich aber bei Gelegenheit auch nochmal vorbei. Das soll nicht das Problem sein. Abigail? Was wollt ihr? Der Maurer Hahn schickt mich. Dieser Taugenichts. Er hat meinen Kamin versiegelt. Seitdem ist es hier entweder kalt wie im Winter oder neblig wie im Herbst. Ich wette, die Arbeit an der Brücke geht nicht voran. Genau. Warum sollte er einen Hexer und eine Hexe brauchen? Nachts zerstören Grix die Brücke. Und Hahn muss sie dann tagsüber wieder reparieren. Kann man irgendwie eine Versöhnung herbeiführen? Bringt ihren Schatz zurück. Ihren Schatz? In der Gruft auf den Feldern haust ein anderer Stamm von Grix. Von der bösen Sorte. Dieser Stamm hat den größten Schatz unserer Grix gestohlen. Ein Katzenreitgeschirr. Ein was bitte? Katzenreitgeschirr? Oh ja. Grix reiten auf Katzen wie Menschen auf Pferden. Geht zu der Gruft, holt das Reitgeschirr und kommt zu mir zurück. Wo ist das Reitgeschirr? In ihrer Kapelle, die der kleinen Skulptur eines Heiligen gleicht. Wie man sie an Kreuzungen aufstellt. Woher wisst ihr das denn? Ich könnte sagen, ich habe es in Hühnergekröse gelesen. Aber die Wahrheit ist profaner. Einer der Grix hat sich in mich verliebt.
Er lässt mich wissen, was sich in dieser Gegend tut. Macht ihr Witze? Ach, egal. Danke. Na, also, an Aufgaben soll es uns für die nächste Episode definitiv nicht mangeln. Von daher bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das war The Witcher für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.